Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr euer OnePlus 9 5G komplett zurücksetzen und löschen könnt. Zum Beispiel, weil ihr es verkaufen möchtet oder weil ihr es neu aufsetzen möchtet. Vielleicht möchtet ihr es auch verschenken. Damit ihr es machen könnt, müsst ihr prinzipiell zwei Schritte durchgehen und die zeige ich euch jetzt. Wir gehen als erstes in die Einstellungen. Wenn wir bei den Einstellungen sind, müssen wir zunächst einmal unser Google-Konto einmal hier entfernen. Und dieses Google-Konto entfernen, das ist auch relativ einfach. Wir haben hier diesen Punkt Content, da drücke ich jetzt einmal drauf. Dann sehen wir einmal hier OnePlus-Konto und technikvideowelt@gmail.com. Ich drücke jetzt hier einmal drauf und habe jetzt hier einmal dieses Thema Konto entfernen. Durch das Entfernen dieses Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und andere Daten vom Telefon gelöscht. Ich sage Konto entfernen. Bist du sicher? Schutzfunktionen für dein Mobilgerät funktionieren dann nicht mehr. Ich sage okay. Und jetzt wird er nochmal einmal wieder nochmal meine Identität wissen. Ich mache nochmal einen Daumen und zack ist das Ganze weg. Ich gucke jetzt mal bei OnePlus-Konto. Ich habe hier gar kein OnePlus-Konto, also ist hier quasi gar nichts drin. Bin ich soweit fertig. Das ist ja schon mal richtig gut. Das heißt, damit kann ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich auf jeden Fall mein Konto hier entfernt habe. Als nächstes müssen wir hier einmal runter zu dem System. Ich drücke also hier auf System und dann habe ich relativ weit unten, habe ich hier diesen Funktion, nicht relativ weit unten, in der Mitte Option zum Zurücksetzen. Zurückgesetzt werden können das Netzwerk, Apps und das Gerät. Ich drücke einmal drauf und dann habe ich hier die Möglichkeit WLAN, mobile Daten und Bluetooth, App-Einstellungen oder alle Daten auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Also gucken wir mal hier Systemdaten einschließlich Konteninformationen und so weiter. Das ist genau das, was wir benötigen. Genau, also drücken wir da einmal drauf, sagen alle Daten löschen und dann würde er sagen, alle Inhalte im internen Speicher werden ebenfalls entfernt, einschließlich Musik, Fotos, Videos und andere persönliche Daten, löschen, bestätigen, sagen einmal bestätigen und jetzt fragt er mich noch einmal nach dem Muster. Ich gebe einmal das Muster ein und jetzt sagt er nochmal, Achtung, alle deine personenbezogenen Daten und heruntergeladenen Apps werden gelöscht, dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Also, ja, für uns ist das in Ordnung, wir sagen alle Daten löschen und jetzt sagt er tatsächlich einmal Neustart und das bedeutet eben, er wird jetzt einmal komplett herunterfahren, dann wird er noch einmal komplett hochfahren und beim Hochfahren wird er dann das Gerät zurücksetzen und löschen. Also alle Einträge, die wir eben in dieses Gerät bislang eingetragen haben, alles das, was wir bislang speziell eingestellt haben, das wird jetzt von diesem Gerät gelöscht und sobald er damit fertig ist, wird er uns mit dem normalen Startbildschirm begrüßen. So, nach ungefähr, würde ich schätzen, 2 Minuten, 3 Minuten hat er dann auch schon alles zurückgesetzt. Wir werden direkt mit dem Bildschirm begrüßt, den wir auch schon kennen, als wir das Gerät das erste Mal eingerichtet haben. Das Gerät ist jetzt komplett zurückgesetzt. Achtet darauf, wenn ihr es verkaufen möchtet, dass ihr noch eure SIM-Karte entfernt. Packt alles ein, macht alles schön sauber und dann seid ihr dann auch schon soweit durch und euer Gerät ist zurückgesetzt und gelöscht. Ja, das war's dann auch schon zum Thema OnePlus 9 5G zurücksetzen und löschen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!